Que pasa, Leute, da bin ich wieder aus meiner ca. 37,5 Quadratmeter großen Isolationshaft. Heute dachte ich mir, ich zeige euch nochmal genau meine ganze Bude. Wo halte ich mich jetzt tatsächlich fast 22, 23 Stunden am Tag auf? Hier arbeite ich, hier trainiere ich, hier esse ich, hier mache ich eigentlich momentan so ziemlich alles. Ich zeige euch vielleicht ein bisschen, was ich arbeitstechnisch momentan mache, denn wir haben eine Wirtschaftskrise. Wie kompensiere ich die Kurzarbeit bei Bigzone zum Beispiel? Ich mache jetzt nur noch sehr wenig als Homeoffice. Und wie komme ich gerade klar? Welche Projekte habe ich? Wie habe ich mir da rausgeholfen? Wie ist meine Ernährung momentan? Wie habe ich die angepasst? Werde ich euch auch erzählen. Und wie sieht denn mein Training hier aus? Denn es steht auch ein Training an und ich werde euch zeigen, wie, ihr seht es ja immer auch auf Instagram, wie ich mit Bodyweight und den Hilfsmitteln hier im Haushalt ein geiles Training hier gestalten werde. Yep, gesagt, getan. Also fangen wir doch einfach mal an. Wir sind hier in meiner Küche, logischerweise. Und ich wechsle jetzt mal in die Ego-Shooter-Perspektive, damit ihr sehen könnt, was es hier alles so Tolles zu bieten gibt. Wir machen eine kurze Room-Tour und ihr werdet sehen, was hier gerade so abgeht. Also, alles relativ entspannt, klein gehalten. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe hier so einen Tischgeschirrspüler. Da passt so, ich habe ja nicht viel von allem. Da passt so alles ganz gut rein. Das ist meine Waschmaschine. Hier meine dreckige Wäsche. Hier sehen meine dreckige Wäsche. Dann mein Kühlschrank. Wo sind denn da die ganzen Steroide? Ja, komisch, oder? Ja, vor allem viel Essen. Eiklar seht ihr natürlich. Jetzt habe ich ein bisschen Salat für die Zwischenzeit. Ich esse im Moment wieder ein bisschen mehr Gemüse. Alles am Start. Da ist meine erste Bigzone-Ecke. Das neue Four Tides Protein. Richtig lecker, super cremig. Hier ein paar Protein-Juices. Dann gehen wir hier entlang. Mikrowelle, Reiskocher darf nicht fehlen und Wasserkocher. Und hier geht es jetzt gleich los. Da kocht schon der Reis. Und hier gibt es gleich noch Hähnchen dazu. Oh, Brokkoli ist am Auftauen. Gar kein Problem. Sehr gut. Und da ist meine Arbeitsecke, die man unschwer erkennen kann. Die Kamera blinkt noch. Da mache ich meine Skype Personal Trainings. Da mache ich meine Trainings- und Ernährungspläne. Da recherchiere ich. Und hier ist auch, hier sitze ich immer für die Videos. Da sind die zwei charakteristischen Löcher. Da war mal so ein Regal dran, aber weil ich scheiße bin in sowas und die Dübel nicht richtig gesetzt habe, war das irgendwann einfach weg. Hier ist der nächste Anteil der Supplement-Ecke, kann man so sagen. Ne? Hier stehen noch ein paar Whey's und hier so ein bisschen Gesundheitszeug, was man halt so kennt. Dann gehen wir mal da raus. Hier habe ich einen Duschgang. Was gibt es denn hier? Aha, genau. Also hier sind meine Schuhe. Die ganzen Jordans. Dann haben wir hier ein paar Jacken. Die ganzen Jordans. Ihr wisst Bescheid. Dann, oh, kann ich hier gerade rein? Ja, ist alles gut. Ich habe dafür gesorgt, dass alles gut ist. Ja, das ist mein kleines, süßes Badezimmer. Und ich habe neulich, ich muss nie wieder Klopapier kaufen übrigens. Ich bin kein Hamsterkäufer, aber die hatten bei Lidl wirklich nur diese Packung. Und seit die Corona-Krise losging, hatte ich 4 Rollen oder 5. So, das waren die 2, die übrig waren. Oder nee, 3 hatte ich sogar übrig. Das heißt, ich habe ja nur 2 verbraucht in der Zeit. Und dann dachte ich, als es wieder welche gab, okay, jetzt kaufst du. Dann gab es diese Riesenpackung. Wir merken an, ich brauche nie wieder Klopapier. Jo, Dusche und so weiter, alles nicht ganz so prickelnd interessant, ne? Dann brauchen wir hier mal ein bisschen mehr Licht. Neue Todessternlampe! Ja, die wollte ich unbedingt haben. Da war mir auch egal, dass sie das Zimmer jetzt nicht sonderlich erhält. Das hier ist mein Wohnzimmer. Hier stehen noch ein paar Sachen, die ich vorhin mitgebracht habe, auf dem Bett. Schlechte Angewohnheit von mir. Hier sitze ich morgens und mache mein Cardio. Und ja, das mache ich von hier. Ich habe es jetzt beiseite geschoben, damit ich da vorbeilaufen kann. Aber im Großen und Ganzen ist das die Ecke. Ja, dann ist das mein Bett. Groß und gemütlich. Da hinten habe ich noch so ein Flipchart. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal für Videos benutzt. Und ansonsten, gut, dreckige Wäsche, beziehungsweise saubere, die gerade trocknet. Und ja, und da eben noch mein Fernseher, auch relativ klein und bescheiden, würde ich sagen. Ein bisschen Ordnung, hier habe ich so meine Sachen drin. Ausblick ist auf so einen Hinterhof quasi, aber hier kommt trotzdem immer ganz gut Sonne durch, weil es relativ offen und groß ist alles. Und das war's, das war's. Hier bin ich die ganze Zeit gefangen. Gefangen. Ja, zur momentanen Situation mit der Ernährung. Ich hatte ja bei der Diät zuletzt aufgehört bei knapp 3, 4. Wollte dann zum finalen Schlag ausholen für Low Carb.
Ja, habe ich dann natürlich nicht gemacht. Habe das alles wieder so ein bisschen zurückgeschraubt, bin auch wieder ein bisschen hochgegangen, so auf 3,6, 3,7. Da bewege ich mich immer noch. Dann muss man noch bedenken, es fällt einiges weg an Bewegung. Und dementsprechend fällt es noch ein bisschen mehr ins Gewicht. Also denke ich, dass ich relativ gesund dabei bin, was das angeht. Obwohl ich sehr, sehr viel Bewegung habe, mehr als ich dachte. Dazu komme ich auch gleich noch, wenn es ums Berufliche geht. Und so kann ich momentan meine Form relativ gut halten. Ihr seht es ja immer wieder an den Updates, an den Videos und so weiter. Die Form verbessert sich fast noch, kann man sagen. Hier und da gibt es ein paar Tage, da sehe ich ein bisschen wässrig aus. Als wenn ich mich mal weniger bewege und mehr Carbs esse und so weiter. Aber insgesamt bin ich so bei Pi mal Daumen 3700 Kalorien. Habe die Carbs leicht zurückgeschraubt und ernähre mich sehr ausgewogen. Das kann man eigentlich so sagen, ja. Problematisch wird es momentan bei mir mit dem Haarwuchs. Also klar kann ich mich rasieren, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das mache ich ja auch, aber meine Haare auf dem Kopf, da stehe ich jetzt vor der Entscheidung, ob ich sie selbst einfach abmache oder ob ich tatsächlich, ja, Schande über mich, ob ich irgendjemanden frage, der das kann, der einfach mal vorbeikommt. Ich habe Desinfektionsmittel hier und Handschuhe, ob er mir einfach die Haare macht, ne? Weil da kommen wir auch gleich zur Überleitung zum Beruflichen. Tatsächlich habe ich momentan, obwohl man es nicht meinen sollte, doch beruflich. Nicht die Pflicht, aber es wäre nicht schlecht, wenn ich halbwegs gepflegt aussehe. Dazu gleich auf jeden Fall mehr. Es hat sich da ein bisschen was ergeben. Und das ist halt so das Ding. Ansonsten bin ich tatsächlich den ganzen Tag hier, muss man sagen. Wenn ich nicht gerade irgendwas Berufliches mache. Ich mache Sky Personal Training, Personal Trainings von hier. Mein Coaching-Team ist nochmal gewachsen. Erstaunlicherweise. Ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt richtig Bock haben, Gas zu geben. Dass die jetzt wissen wollen, wie kann ich zu Hause trainieren? Wie kann ich mich fit halten? Und ich persönlich finde, es ist halt auch immer ein Riesenunterschied von Personal Trainer zu Personal Trainer, wie man die Gegebenheiten annimmt und damit arbeitet. Ich habe mehr als genug der Bodybuilding-Personal Trainer gesehen, die ihren Kopf in den Sand stecken und so wie ihre Schützlinge dann auch depressiv zu Hause sitzen und sagen, ist ja alles scheiße, Bodyweight ist nur was, will ich hochdrehen. Und hier, und da geht das Business natürlich auch kaputt. Mein Hintergrund ist tatsächlich, ich komme auch vom Bodyweight und vom Kampfsport. Und ich habe das jahrelang praktiziert und ich weiß ganz genau, wie effektiv Bodyweight-Training sein kann, wenn es nicht so ein 0815-Ding ist, sondern ein durchdachtes, strukturiertes System mit unglaublich schwierigen Übungen. Und das habe ich alles wieder rausgekramt und habe das meinen Coachings gegeben. Und sowohl ich selbst trainiere danach, als auch meine Coachings und wir fahren alle super damit. Ich kriege regelmäßig Nachrichten, dass die noch nie so einen Pump nach dem Training hatten. Genau, Thema beruflich, da ist auch die Überleitung. Also wie schon erzählt, meine Coachings sind tatsächlich nochmal gestiegen. Ich habe jetzt nur Online-Coachings momentan und habe da noch einiges draufgepackt, nämlich pro Woche ein Skype-Personal-Training. Das heißt eben, wir machen bei denen zu Hause im Wohnzimmer Skype auf. Ich habe den Bodyweight-Trainingsplan am Start und ich werde denen ganz genau zeigen. Ich zeige denen, wo kannst du rangehen, was können wir hier machen. Dann gibt es da verschiedene Intervallsysteme, die sogar mit Bodyweight einen unglaublichen Reiz erzeugen können, wenn man sie richtig macht. Dann werden die eben gemacht und so progressen wir eben immer noch alle. Und so haben wir alle einen Riesenspaß. Und ich habe jetzt auch gesagt, dass solange diese Krise läuft, jeder bezahlt am Anfang die ganz normale Gebühr, aber danach zahlt er nur 50 Euro im Monat, solange wie diese Krise eben läuft, was ja auch ein Entgegenkommen von mir ist. Und durch die Menge der Menschen deckelt sich das dann schon. Also ist es von mir aus auch in Ordnung. Was sich durch dieses ganze Bodyweight-Ding, das ich so öffentlich mache, dann ergeben hat, ist, dass tatsächlich auch McFit auf mich zugekommen ist. McFit macht einen Livestream, der heißt The Big Pump. Auf der McFit-Seite, sie wollen den Mitgliedern quasi eine Möglichkeit bieten, mit engagierten und quasi beliebten Trainern mitzutrainieren, die ihnen zeigen, wie sie zu Hause trainieren können. Und da bin ich auch mit dabei. Und das ist gerade quasi zuerst das McFit als Auftraggeber weggebrochen, weil ich da ja auch Kurse gegeben habe und so weiter. Und dann haben sie sich kurz später wieder gemeldet und gemeint, ey, aber da kannst du mitmachen, da hätten wir dich gerne. Und das ist eine Riesenehre für mich, weil es macht mir unglaublich Spaß. Und meine Streams kommen scheinbar sehr, sehr gut an. Und deswegen ist es umso mehr noch eine Ehre, weil ich merke das Feedback der ganzen Menschen da draußen. Das geht ja wirklich nach ganz Deutschland, nach ganz Europa raus, dieser Stream. Der ist auf der McFit-Seite. Und ich kriege unglaublich viel positives Feedback und dementsprechend bin ich da auch jetzt die nächsten Wochen erstmal fest mit dabei und darf fast täglich mit euch Workouts machen. Und das läuft genauso ab wie meine Skype-Personal-Trainings. Das ist quasi so ein komplett steril, stillgelegtes Studio, in dem dann einfach so eine Ecke noch mit ganz vielen Cams ausgestattet ist. Und da sind dann die ganzen Hilfsmittel, die du auch zu Hause hast. Und ich zeige dir einfach, was du damit machen kannst. Das ist ziemlich cool. Und dann trainieren wir einfach zusammen im Livestream. Ne? Du kannst zu Hause einfach mitmachen. Mega geil. Also wer es noch nicht abgecheckt hat, schaut auf jeden Fall rein. Ja, und da haben wir wieder dieses Prinzip. Ne?
Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich die andere. Man muss halt eben mit den Gegebenheiten, die man hat, arbeiten. Zum Beispiel jetzt in dem Fall Bodyweight. Das erste, was ich gemacht habe, war Bodyweight-Training anfangen. Wieder einarmige Liegestütze machen, einbeinige Kniebeugen, Handstand-Liegestütze. Auch mit knapp 110 Kilo Körpergewicht. Natürlich, warum denn auch nicht? Und so ist es passiert und so ergibt sich dann das und dann ergibt sich das und dann wollen mehr Coachings das auch und dann meldet sich McFit und plötzlich hast du, und so ist es jetzt gerade wieder, ich habe bei Big Song quasi jetzt Kurzarbeit, ich mache von zu Hause einfach Homeoffice, erledige das Nötigste, was die ganzen Online-Sachen angeht und dementsprechend schreibe ich auch nicht viel auf, logischerweise. Ne? Ich bin ja bei Big Song auf Rechnung, beratende Tätigkeit quasi und da schreibe ich jetzt natürlich nicht viel auf. Aber wenn man dann bedenkt, dass ich quasi umso mehr gerade für McFit arbeite und noch mehr Coachings dazu bekomme, ist das natürlich wieder etwas, das das Ganze kompensiert. Und so komme ich ganz, ganz gut durch diese Zeit gerade. Ne? Also ich kann mich nicht beschweren. Ich kann zumindest momentan alles halten. Ich kann meine Sachen weiterzahlen. Ich kann meine Miete zahlen. Ich kann einkaufen. Ich kann essen. Und auch wenn ich meine Coachings alle runtergeschraubt habe, reicht es immer noch. Und deswegen dafür bin ich einfach dankbar. Und so darf es gerne weitergehen. Ich denke, man muss immer Möglichkeiten suchen. Und dann mit denen arbeiten, die man hat. Was weiterhin an der Nummer halt sehr, sehr interessant ist, jetzt kommen wir wieder zum Thema Bewegung. Ich merke teilweise, dass wenn ich 4 bis 5 dieser Bodyweight-Workouts gebe, ich habe teilweise jetzt 50 Minuten Zeit bekommen, um mit den Leuten Bodyweight zu machen. Und ich trainiere da komplett mit. Ich will die Leute motivieren, ich will die mitnehmen, ich gebe mir bei diesem Training die Kante. Das ist mein Training des Tages. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Wenn ich da hingehe, ist das mein Training gewesen. Und ich merke wirklich, dass dieses Training, das ich da habe, mir die Kalorien, die ich hier konsumiere, wegfrisst. Ich habe teilweise Cravings bei Nacht und merke, ich esse zu wenig und muss dann irgendwie fast eine Packung Reiswaffen essen, belegt mit Hähnchenbrust und Idlin-Cheese oder so, um aufzuladen. Also jetzt musste ich auch am Wochenende mal eine ordentliche Portion Sushi zu mir nehmen, weil ich einfach gemerkt habe, diese Bewegung, dieses intensive Bodyweight-Training, obwohl die ganze andere Bewegung des Tages wegfällt, die ich vorher hatte, das macht mich fertig. Und jetzt bin ich gerade in der Testphase. Ich schiebe immer so ein bisschen hin und her die Kalorien. Ich hatte jetzt ein paar Tage Low Carb gemacht. Jetzt werde ich die Carbs natürlich, wenn ich nächste Woche 5 Trainings gleich habe, jeden Tag eins, werde ich die Carbs wieder ein bisschen hochschieben, vor allem nach dem Training. Und werde auch ein bisschen Carbs frühstücken. Und werde dann am Ende der Woche nochmal Sushi aufladen. So ist es zumindest geplant. Ich denke, so komme ich ganz gut klar. Ich hatte letzte Woche 1-2 Tage, wo ich so fertig war durch diese Trainings, weil ich einfach meine Kalorien zu niedrig gesetzt hatte. Da war ich irgendwie bei 3,5 oder so noch. Und da habe ich gemerkt, ich war danach nicht mehr zu gebrauchen für den Tag. Ne? Aber das war halt scheiße. Also sehr, sehr paradox die ganze Nummer. Ich bin gerade noch dabei, mich einzustellen und eben das Mittelding zu finden zwischen, hey, ich bewege mich weniger, aber ich habe jetzt dieses intensive Bodyweight-Training noch dazu. Und ich möchte ja auch nicht aus dem Ruder laufen, was die Form angeht. Also das ist so quasi der Spagat, den ich gerade fahre und bei dem ich versuche, meine goldene Mitte zu finden. Mein Frühstück, also generell eigentlich fast immer, da glaube ich nämlich auch einfach dran, weil es der perfekte Start ist, habe ich immer einen Mix aus Oats, Antioxidantien, also Beeren, dann, also Oats, klar, Ballaststoffe, wertvolle Kohlenhydrate und dann habe ich noch Protein drin, meistens das Battle Whey und noch eine Fettquelle, in dem Fall dann Peanut Butter, Fettquelle nur manchmal, je nachdem, wie das mein Plan gerade sagt. Und normalerweise habe ich die letzte Zeit so eine süße Rolle draus gemacht, die ist hier auf Insta sehr gut angekommen. Das ist quasi genau das hier. Nur diesmal habe ich es als Porridge gemacht, das ist also ziemlich variabel. Entweder du haust die Peanut Butter und die Beeren danach drauf, nachdem es in der Pfanne war. Du musst es eigentlich nur anrühren und danach in die Pfanne hauen. Da würde ich aber dann statt Wasser Eiklar nehmen. Jetzt habe ich Wasser genommen. Und mein Tipp, wenn jemand gerade weniger Oats drin hat, weniger Carbs oder so, dann kann er eben auch das Mehrkomponentenprotein nehmen von Big Sound zum Beispiel. Dann wird es trotzdem dicker. Da ist trotzdem mehr zu essen quasi, ist eigentlich auch cool. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, sind wir gerade beim Schultertraining jetzt. Ich mache Handstand-Liegestütze. Habe ich ja auch schon in einem Video auf Instagram TV gezeigt, wie man die erlernen kann, wie man die relativ leicht machen kann, wie man sich da hinarbeiten kann.
Und damit die richtige Intensität zustande kommt, mache ich meine bekannten Stufenintervallsätze. So, ich gönne mir jetzt erstmal einen mega leckeren Proteinjuice. Wer das nicht kennt vom Wixon, das ist ein Isolat, das quasi wie ein Fruchtsaft schmeckt. Das ist für nach dem Training einfach nur göttlich. Wenn ihr es verpasst habt, Four Tights, das neue Nährkomponentenprotein von Wixon, ist nur noch heute mit Mike 10 30% günstiger, weil es ein Pre-Sale. Es geht ab morgen offiziell in Verkauf, ab Montag. Also heute ist noch 30% günstiger. Und sowieso heute und morgen sind auf wixzone.de Easter Eggs. Das heißt, verschiedene Artikel sind extrem reduziert. Da sind dann so Easter Eggs daneben, die müsst ihr einfach suchen. Mit Mike 10 gibt es da auch nochmal was drauf, also checkt's gerne ab. Jo, und meine weiteren Mahlzeiten heute wären dann hier einmal 200 Gramm Rindfleisch, 100 Gramm Brokkoli und 6 Eier sowie etwas Mais. Und dann in den letzten Tagen ist es ein deftiger Salat geworden, und zwar mit Meeresfrüchten und Edlin und mindestens 60 Gramm Erdnüssen für die Fette. Und dann habe ich noch die süße Rolle eben. Ihr habt in meinem Instagram TV Rezept gesehen mit Four Tights zusammen. Ein paar Schmelzflocken und dann eben auch da quasi als Füllung Tiefkühlbeeren, Peanut Butter und diverse Zero-Soßen. Ja, ein bisschen Low Carb momentan, genau, aber ich lade zu den richtigen Zeitpunkten nach dem Training und will so noch etwas schicke Form halten. Also ich diete nicht, ich bin bei ca. 3,7, 3,8 immer noch erhaltungsmäßig unterwegs. Habe jetzt einfach mal beschlossen, so für 2 Wochen noch ein bisschen Carbs rauszunehmen, dafür mehr Fette. Gucke einfach, wie ich reagiere. Energietechnisch habe ich, wie gesagt, jetzt letzte Woche gemerkt, es hat mir nicht so gut getan. Das werde ich jetzt diese Woche noch testen, und wenn nicht, gehe ich wieder auf Carbs. Da fühle ich mich einfach wohler und funktioniere sehr gut. Und wie ihr auch in meiner Diät gesehen habt, da hatte ich auch die ganze Zeit High Carb trotzdem. Hat es der Sache wirklich keinen Abbruch getan. Meine Form war trotzdem super. Im Endeffekt zählen die Gesamtkalorien, und ich probiere aber gerne hin und wieder einfach andere Rezepte aus. Und vor allem dieser Salat, der schmeckt mir ultra geil. Also das musste jetzt einfach mal ein paar Tage sein. Jetzt gibt's Post-Workout. Die interessanteste Frage ist ja für mich momentan, was ich mit den Haaren anstellen soll. Ich habe es jetzt heute wirklich noch mit ordentlich Gel und ein bisschen vorher nass machen und alles in die richtige Richtung lenken so hinbekommen, dass ich denke, dass ich sagen kann, das bleibt jetzt erstmal so. Für die Woche kriege ich das so noch kontrolliert, denke ich. Bin ganz zufrieden, lass es einfach so sein, wie es ist. Ja, im Endeffekt, wie gesagt, welche Mahlzeiten noch kommen, habe ich euch gezeigt. Wie mein Alltag insgesamt ist, wisst ihr ja auch schon. Ich habe euch jetzt meine Wohnung gezeigt, habe euch mein Training gezeigt. Mein Essen kennt der an sich auch. Ich bin im Moment seit ein paar Wochen quasi schon hier. Ich habe ja aufgehört zu zählen. Seit ein paar Wochen komplett in Isolation. Also ich verlasse das Ding nur noch zum Einkaufen eigentlich, die Bude hier. Und eben für die McFit-Livestreams ein paar Mal die Woche.
Und ja, trotzdem muss ich sagen, es läuft ganz gut. Wie ihr gehört habt, komme ich businesstechnisch gerade auch zurecht noch. Und ich muss sagen, dieses Isolationsding fällt mir auch nicht so schwer. Ich bin viel mit der Community in Kontakt, viel mit Instagram und das macht mir auch riesig Spaß. Also von dem her, also es gibt momentan Schlimmeres und wenn man dadurch noch was Gutes tun kann und quasi bewirken kann, dass das alles ein bisschen vorangeht, dann bin ich da gerne dabei. Ja, ich hoffe, euch hat der Einblick in meinen Tag gefallen. Lasst mir gerne ein Abo da, wenn noch nicht geschehen, eine Bewertung. Schreibt mal drunter, wie euer Tag so aussieht, ob der genauso isoliert abläuft wie meiner oder ob ihr einfach rausgeht, immer noch ein bisschen Leben erlebt, ob euch das egal ist oder ob ihr wegen der Arbeit raus müsst vielleicht sogar und deswegen auch ein bisschen mehr Anschluss habt als ich. Ja, ansonsten aktiviert gerne die Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Iron Mike Bodybuilding. Homie, you fucking fight back.